Und bleibe ich optimistisch. Das ist auch nicht schwer, angesichts solcher Schönheit. In diesem Fall ein binäres Sternensystem. Zwischen diesen beiden Sonnen verschmelzen Eis, Staub und Gase zu Planeten, die künftige Generationen ihr Zuhause nennen werden. Eine demutsvolle Erinnerung daran, dass alles Leben aus Chaos und Zerstörung geboren wird. Den ersten Daten nach zu urteilen, wurde das Relais nicht durch ein natürliches Phänomen beschädigt. Der Anblick gefällt. Dann sehen Sie einfach nicht hin. Karamari! Wieso? Ja, komm mal. Ja, Nummer 1. Ihr leitender Wissenschaftsoffizier ist besorgt. Unser Relais wurde beschädigt. Saru glaubt, das war böswillig. Saru und Kempian halten alles für böswillig. Was glauben Sie? Treibt sich da draußen irgendwas rum? Allem Anschein nach jedenfalls nichts Intelligentes. Aber? Die Sternenflotte ist dafür bekannt, ihre Technik penibel zu warten. Fällt ein Relais aus, schickt die Föderation ein Schiff, um es zu reparieren. Sie denken, jemand will unsere Aufmerksamkeit erregen. Falls dem so ist, hatten Sie Erfolg. Lieutenant Saru, wie ist die Lage? Ah, ich war so frei, uns in maximale Scannerreichweite zu bringen, falls dort etwas Bedrohliches auf uns wartet, Captain. Ja, Nummer 1 sagt, Sie vermuten eine Falle. Allerdings, auch wenn der erste Offizier meine Einwände unentwegt verwirrt. Langweilt mich. Dein Benehmen ist das eines trotzigen Kindes. Und deinetwegen hat sich meine liebste Tochter Gamora von uns abgewandt. Ich halte mich an unsere Abmachung, Krull, zu fernen du den Ort bringst. Wo kehrst du wieder mit mir? Die Scans werden abgelenkt. Ich kann die Quelle nicht aus. Du wirst ein Bühnen, das ganze Sternen. Ist das so, dass diese Raketen sagen, wo oder was ist? Ich habe etwas.
Sardellen. Was? Sardellen! Bitte, ja? Ruhe, bitte! Was ist denn das für ein Benehmen, hm? Essen. So, und jetzt zeigen wir mal Manieren und bilden eine hübsche und geordnete Schlange vor dem Bestelltresen. Supermarkt gibt Pfannenwender und noch viel mehr. Alle mal an Deck! Anker lichten und antreten! Ihr sollt nur eine Schlange bilden, mehr will ich doch gar nicht! Wow! Ich weiß nicht, wessen verquere Idee das war, Hunderte von Jugendlichen in unterfinanzierte Schulen zu stecken, die dann noch von Leuten geleitet werden, deren Träume vor Jahren zerstört wurden. Aber ich bewundere diesen Sadismus. Ich will Namen. Ich weiß nicht, wer das war. Ehrlich, es ging alles so schnell. Huxley, Emotionen bedeuten Schwäche. Und ich zeige dir gerne den Weg. Where did you get that? From a little blue menace on the planet called Earth. I'd be happy to show you the way.
you have a minute. Of course, of course. So, I found the old pitch deck that you and Miguel made after Green Desk, and I started thinking back to concept living and what it means to truly create a physical social network. And I just started riffing, and I'm a... Mann, danke. Halte durch, Babybär! Der riesige Typ ist tot? Wow, dann war die Entscheidung sowas von richtig. Oh, ich wusste es. Nun werden die alle sterben. Oh, wow, die Titan! Das ist eine Crew, die werden Roboter respektieren. Hey, hey, hier drüben! Hilfe! Hilfe? Naja, irgendwer wird mich schon früher oder später retten. Was sei denn, die vergessen noch nicht... Ja, das ist es. Ach, Erdnuss-Snackbox. Ich könnte immer vor Freude singen, wenn ich bei dir bin. Oh, Rafta, dann sing doch für mich. Deine Frequenz lässt mir ja die Scheiße hochkommen. Mach das ja nie wieder. Ui, du warst wohl noch nicht fertig. Hier ist... des ersten Offiziers, Sternzeit 1207,3. Auf der Erde ist es der 11. Mai 2256, ein Sonntag. Die Crew der USS Shenzhou wurde ans Grenzgebiet der Föderation gerufen, um die Beschädigung eines interstellaren Relais zu untersuchen. Die Explosionsspuren sind uneindeutig. Wurden sie von einem Asteroiden verursacht? Oder absichtlich herbeigeführt, um die Kommunikation der Sternenflotte zu behindern? Und falls letzteres, durch wen? Trotz der Risiken unserer Mission bleibe ich optimistisch. Das ist auch nicht schwer angesichts solcher Schönheit. In diesem
Mama? Geht's dir gut? Ich sah euren Papa. Glaubst du, er lebt noch? Ich weiß es. Was, wenn er nicht so... Das habe ich mich schon gefragt. Bin ich ätherisch? Nein, du bist ein normaler Menschenmann mit vielen, vielen Fehlern. Jeder Santa wurde nach den Herausforderungen seiner Zeit ausgewählt. Während meiner letzten Jahre wurde Technologie immer mehr zu neuen Magie. Ich dachte, den neuen Herausforderungen sei nur ein Mensch gewachsen. Ein besonderer Mensch. Die Klauseln, die sollten dir die Richtung weisen. Die Santa-Klausel, die Mrs. Klaus-Klausel, alle. Leider habe ich damals nicht an die Weniger-Reden-Klausel gedacht. Moment, aber ich bin wegen eines Unfalls... Jackson, I saw you slip off the roof. You fell. Oh, you think someone yelling, hey, really made me slip and fall? I'm Santa, baby. I have been on millions of roofs. Yeah, no Santa's gonna slip off of a roof. That would be horrible. But that... Wait a minute. Am I the first human Santa? I thought a human Santa could raise his family in the North Pole. And perhaps those kids would inherit the magic of the North. Damit lege die Weitergabe der Fackel weniger in der Verantwortung und der Launen leidender ätherischer Wesen. Meine Kinder haben keine magischen Kräfte. Ja, meinst du? In unseren Fehlern erkennen wir unsere Möglichkeiten. In unseren Fehlern erkennen wir deine Gnade. Wir erkennen deine Weisheit. Wir erkennen, wer wir nach deinem Wunsch sein sollen und wer wir sein können. Wir danken dir für die Gelegenheiten, uns selbst zu entdecken durch unsere Fehler. Wir sind demütig in deiner Gegenwart, dankbar, Allmächtiger. Amen. Deuten Schwäche. Führ dich jetzt nicht so auf. Hör auf! Alles gut? Ich werde meinem Bruder nicht sagen, dass ich in letzter Zeit von Visionen geplagt wurde. Sie tauchen ohne Vorwarnung auf. Sie sind wie eine Elektroschocktherapie, nur ohne das befriedigende Nachbrennen. Ich kümmere mich darum. Wednesday? Was hast du jetzt vor? Das, was ich am besten kann.
Ganze Galaxis verstreut wurden Sichtungen von ihr gemeldet. Nie eine Antwort. Nie tauchte sie zweimal am selben Ort auf. Und ihr habt sie einfach hier entdeckt? Als wenn sie mich gerufen hätte. Die Invictus ist ein Sprungschiff. Das Imperium erachtet Sprungtechnologie als Staatsgeheimnis. Eher löscht es die gesamte äußere Weite aus, als euch zu erlauben, dieses Schiff zu kapern. Niemand weiß, dass das hier ist. Ihr werdet nicht mal an Bord gelangen. Die Luftschleuse... You know, Mrs. Claus is a very good-natured woman, but Santa Claus, you will never return to Earth. Oui. Ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, wir suchen den legendären Kevin Bacon. Wir suchen den legendären Kevin Bacon. Das habe ich doch gesagt, Dredd. Vielleicht hat er deine Piepstimme nicht gehört. Oder? Ein Männchen? Nein. Einziges Männchen vergessen. Was? Ich gehe zurück und hol ihn. Aber Kevin Bacon entkommt uns dann. Du hast ein rot-weißes Zwirbelmännchen auch noch. Was daran sieht denn für dich aus wie ein Männchen? Was ist es dann? Drax, hast du richtig? Sie müssen mir diese Dinger vom Leib halten. Hey, ich bin Police Officer. Ich weiß nicht, was hier vorgeht, aber Sie bleiben jetzt stehen oder ich schieße. Nehmen Sie die Hände hinter den Kopf. Stehen bleiben! Keine Bewegung! Auf den Boden! Auf den Boden! Schlaf. Zum Geschenk. Für euch ist das auch kein Männchen. Oh. Bleibe ich optimistisch. Das ist auch nicht schwer angesichts solcher Schönheit. In diesem Fall ein binäres Sternensystem. Zwischen diesen beiden Sonnen verschmelzen Eis, Staub und Gase zu Planeten, die künftige Generationen ihr Zuhause nennen werden. Eine demutsvolle Erinnerung daran, dass alles Leben aus Chaos und Zerstörung geboren wird. Den ersten Daten nach zu urteilen, wurde das Relais nicht durch ein natürliches Phänomen beschädigt. Der Anblick gefällt. Dann sehen Sie einfach nicht hin. Karamari! Wieso? Karamari! Sie Ihres Geld, damit Sie Fakten ausdrücken können. Ja, komm mal. Ja, Nummer 1. Ihr leitender Wissenschaftsoffizier ist besorgt. Unser Relais wurde beschädigt. Saru glaubt, das war böswillig. Alles für böswillig. Was glauben Sie? Treibt sich da draußen irgendwas rum? Allem Anschein nach jedenfalls. Nichts Intelligentes. Aber? Die Sternenflotte ist dafür bekannt, ihre Technik penibel zu warten. Fällt ein Relais aus, schickt die Föderation ein Schiff, um es zu reparieren. Sie denken, jemand will unsere Aufmerksamkeit erregen? Falls dem so ist, hatten Sie Erfolg. Lieutenant Saru, wie ist die Lage? Ich war so frei, uns in maximale Scannerreichweite zu bringen, falls dort etwas Bedrohliches auf... mich.
Dein Benehmen ist das eines trotzigen Kindes. Und deinetwegen hat sich meine liebste Tochter Gamora von uns abgewandt. Ich halte mich an unsere Abmachung, Krull, sofern du den Ort bringst. Kehrst du wieder mit mir in diese Quelle? Werden abgelenkt. Ich kann die Quelle nicht das Blut, das ganze Stern ist nicht das Stern. Können wir sagen, wo oder was? Ich habe es nicht.